Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich spiele Minecraft mit ganz vielen Mods. Heute geht's dann endlich mal an den Innenausbau an meiner neuen Basis. Und dazu habe ich so einiges vorbereitet. Ich habe schon ein bisschen was hier im Inventar, was ich dazu mitnehmen will. Auf jeden Fall will ich hier Photovoltaikzellen anbauen drüben, denn ich brauche da jede Menge Energie. Und die machen 40 EF pro Tick. Ich habe mir mal 20 Stück gebaut hier in meinem AE-System, wie sich das gehört, weil das so schön praktisch ist, wenn das alles automatisch und selber macht. Und außerdem habe ich hier noch Solarzellen, 4 Stück Medium Voltage für Industrial Craft. Die werde ich mitnehmen, aber die werde ich heute, glaube ich, noch nicht brauchen. Aber dann sind sie schon mal da drüben. Dann habe ich mir einen Haufen Autonomous Activators gebaut. Die Dinger sind ganz praktisch. Ups, das geht nicht, wenn ich da ein R eingebe. Die Dinger sind ziemlich praktisch, wenn man Sachen rechtsklicken muss. Die stacken hier nicht, weil die unterschiedliche Einstellungen haben, aber das ändert sich gleich, wenn ich sie drüben aufgebaut habe. Davon habe ich jetzt 100 Stück. Und was ich mit denen vorhabe, das zeige ich und erkläre ich gleich, wenn ich drüben bin. Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Inventarprobleme. Dann machen wir es doch mal so. Nehmen wir das doch einfach mal alles mit. Und hier wollte ich noch ein bisschen was mitnehmen, nämlich diese Dinger hier. Kupfer und Zinn und Eisen und dann ist das Inventar voll. Können wir hier noch irgendwas beiseite legen? Den Dolly werden wir jetzt nicht brauchen. Dann können wir hier nämlich noch, was haben wir? Aluminium ist nicht so interessant. Aluminium braucht man gar nicht so viel. Essence Berry, nehmen wir die mit, dann können wir die zumindest da schon mal aufbauen. So, werde ich denn den... Oh ja, wo ich gerade den gar nicht treffe, während ich versuche, mich drauf zu stellen. Fällt mir ein, ich wollte auf jeden Fall mitnehmen. Ich muss jetzt irgendwas hier wegpacken. Dann packen wir die hier weg. Ich wollte auf jeden Fall mitnehmen. Einen Schwung Elevator, die habe ich hier schon mal gebaut. Die sind... Drück immer das R, um auf das Rezept zu kommen, aber das geht nicht, wenn man im Suchfeld ist. So, jetzt kann ich das Rezept zeigen. Die sind total einfach zu bauen. Das ist einfach nur Wolle und in der Mitte eine Enderperle. Die kann man dann mit einem Pinsel färben und die sind total praktisch, weil man mit denen, da ist einer, die hier sind blau gefärbt, weil man mit denen so wunderbar senkrecht rauf und runter etagenweise, da wird's Nacht, durch die Gegend teleportieren kann. Und genau das werde ich da drüben an meiner neuen Basis auch tun, denn da gibt's, die ist nur 16x16 Blöcke groß, nur einen Chunk groß und dementsprechend steigt die in die Höhe oder wird in die Höhe steigen. Hier, das Ding, habe ich letzte Folge gebaut, den Teleporter mit dem anderen Teleporter da drüben. Und der braucht ungefähr 1,2, 1,4 Millionen EU für die Teleportation. Und das ist ein Riesenhaufen Zeugs. Deswegen sind hier jetzt mittlerweile 4 MFEs drumherum. Die speichern jeweils 4 Millionen EU. Und 4 von diesen Medium Voltage Solar Arrays. Die sind, ich habe hier doch gerade welche da. Die bestehen jeweils aus 8 Low-Voltage Solar Arrays, die wiederum bestehen aus jeweils 8 Solarpanels. Das heißt, Haufen Zeugs. Ich habe 2 Stück, kann ich maximal in meinem AE-System gleichzeitig anschmeißen zum Craften. Und wenn ich nichts vorbereite, dann braucht das ganze Zeugs, was da so reingeht, ungefähr 2 Stunden, bis die dann fertig sind. Was allerdings hauptsächlich an diesen Eisenplatten liegt, die kann ich, wo kann ich sie am besten zeigen? Hier, der Generator. Der braucht diese Iron Plates und der Iron Furnace braucht davon nochmal 5. Und diese Batterie hier braucht Tin Item Casings, die aus den Tin Plates gemacht werden. Und das geht alles über einen Metal Former und dann brauche ich davon ungefähr, keine Ahnung, 1500 Stück oder so. Ein Riesenhaufen und das dauert. Aber mit den 4 Solarpanelen jetzt hier dran, die jeweils jedes davon 2 MFEs besaftet, also im Prinzip hat jeder MFE rechnerisch ihr eigenes Solarpanel. Und das funktioniert eigentlich hervorragend. Dann kann ich nämlich hier so direkt hin und her teleportieren. Hier ist die neue Basis und ich habe in der Zwischenzeit hier mal so diese Außenpfeiler
bis da nach oben verlängert. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das geladen wird. Die gehen hoch bis zum Bildlimit, bis auf 256. Und ja, das ist ganz nett. Das kann man nämlich von ziemlich weit sehen. Wenn man da ganz oben ist, dann kann man tatsächlich das hier unten alles nicht sehen. Denn die Sichtweite sind 10 Chunks, 160 Blocks. Und das ist mehr als 160 höher da oben. Ja, da weiß ich noch nicht, ob ich meine Basis wirklich so hoch baue. Als allererstes wollen wir aber anfangen, die Basis nach unten zu bauen. Und da werde ich jetzt hier mal in der Ecke endlich einen Elevator reinsetzen. War hier irgendwo ein Zombie? Habe ich gerade einen Zombie gehört? Und das Gegenstück dazu, das kommt... Wo ist meine Fledermaus? Da ist meine Fledermaus. Das kommt nach unten. Auf die unterste... Na, so. Auf die unterste Etage. Dann können wir nämlich hier von oben nach unten mit einem Schritt... Hier ist noch gar nichts weiter passiert. Hier habe ich nur die Außenwände drumherum gesetzt. Komm du mal her. Ich habe keinen Platz im Inventar, deswegen schwebt die hier jetzt so vor mir rum. Ich glaube, ich muss dann mal, ob die mitkommt, wenn ich mich jetzt teleportiere. Werden wir sehen. Na, sind die nicht direkt übereinander? Das irritiert mich jetzt. Wieso funktioniert dieser Elevator nicht? Ihr habt beide dieselbe Farbe. Und ihr seid eigentlich... Habe ich den einen Block nach innen versetzt? Nee, habe ich nicht. Und es ist auch kein Block dazwischen. Die sind wahrscheinlich zu weit auseinander. Das geht wahrscheinlich nicht, wenn man da so viele Blöcke dazwischen hat. Dann machen wir doch mal eben schnell. Hier irgendwo... Ein bisschen höher, wenn denn das mit dem Fliegen klappen würde. So ein bisschen höher, sagen wir so ungefähr auf der Hälfte. Der ist unten auf 5 und oben auf 64, also machen wir den hier so um die 30. Das ist so, was haben wir jetzt hier an Höhe? 33, 34, machen wir hier einen hin. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt auch noch zu weit. Ist das auch zu weit? Dann machen wir... Hier nochmal einen hin. Und dann gucken wir mal, ob wir von dem hier... das geht nach unten und das geht nach oben. Alles klar. 30 Blöcke sind also zu weit. Hier haben wir jetzt 34 und der ist auf 22, also 12 Blöcke. 12 Blöcke geht. Dann machen wir doch hier mal 46, wären 12. Machen wir da mal 16 drauf, also 52. Na, wirst du den auch setzen? Da musste Minecraft wohl einen Moment nachdenken. So, der funktioniert und der funktioniert jetzt auch bis nach oben. Gut, dann gibt es mehrere Zwischenetagen. Nochmal einen kleinen Snack zwischendurch. Und wie wir sehen, ist die Fackel nicht mit teleportiert. Das wäre auch zu einfach. Der macht sich eigentlich ganz... Ich kann jetzt mal wieder zurückmorphen, dann haben wir hier eine normale Blöckhöhe. Der macht sich eigentlich ganz gut mit diesen Kanten hier drumrum. Ich glaube, ich färbe die doch nicht. Sieht besser aus, denke ich, als wenn der hier farbig hervorsticht. Naja, können wir immer noch drüber nachdenken im Laufe der Zeit. Aber jetzt haben wir hier schon mal... die Minecraft Lighting Engine. Naja, wenn wir dann irgendwann hier Zwischenböden eingezogen haben, kommen wir dann irgendwann mal an dieser Ecke vorbei und dann können wir da mal dafür sorgen, dass das halbwegs vernünftig beleuchtet ist. Gut, hier bin ich jetzt also ganz unten im Keller. Unterste Etage, unterste Ebene von meiner neuen Basis und hier wollte ich die ganzen Büsche aufbauen, denn die sind eine sehr praktische, sehr billige. Ich muss diese Fackel jetzt hier mal irgendwo hinbauen. So. Die sind eine sehr gute, billige, einfache Methode, um ständig einen konstanten Strom an Metallen zu haben. Und die wollte ich dann hier unten reinsetzen. Und dafür brauche ich dann auch die Autonomous Activators. Und zwar funktioniert das so. Ich muss jetzt ein bisschen überlegen, auf welcher Höhe. Ich brauche...
Nehmen wir doch die farbige Wolle. Ich brauche, um drunter laufen zu können, 2 Blöcke. Dann brauche ich einen Block für meine Leitungen, einen Block Autonomous Activator und darüber die Büsche. So sollte das funktionieren. Ist doch relativ hoch. Und diese Büsche, die kann man nur auf Stein pflanzen. Deswegen machen wir jetzt hier mal eine Lage Stein rein. Einmal so. Und das ziehen wir hier bis vorne durch. Ich glaube, ich möchte hier eine Wand haben dazwischen, denn die sollen eigentlich durch Vakuumhopper aufgesaugt werden. Dann machen wir das nur bis hier so. Und noch eine zweite Reihe davor. Und dann kommen da oben drauf. Na? Ups. Okay, so geht's dann auch. Eigentlich wollte ich nur auf diese Kante hier springen. Hier kommen dann die, fangen wir mit Kupfer an. Die werden wir nämlich fast vollständig los hier. Kommen diese Büsche draus. Die habe ich durch meine vielen riesigen Löcher, die ich in die diversen Berge hier schon geschlagen habe, so Stück für Stück zusammengesammelt. Die Ender Quarry, die sammelt die auf. Die Buildcraft Quarry, die ignoriert die und arbeitet da einfach durch. Aber die Ender Quarry, die schnappt sich die und dann kann man die anpflanzen. Die brauchen es dunkel. Je heller das ist, desto langsamer wachsen sie. Irgendwann wachsen sie gar nicht mehr und die produzieren auch kaum oder gar keine Beeren, wenn es denen zu hell ist. Aber das ist ja kein Problem. Das können wir hier ja komplett dunkel machen. Dann machen wir einfach einen Deckel drüber und dann ist da auch Ruhe. Die kann man netterweise mit der Gießkanne, mit der Gießkanne großziehen. Mal gucken, ob sie uns den Gefallen jetzt... Du, hier ist eine Katze. Oh, da ist hier wahrscheinlich unten irgendwo eine Höhle in der Nähe, wo jetzt eine Hexe mit ihrer Wuthering Cat drin sitzt. Na, viel Spaß. So, da ist einer gewachsen. Ich weiß nicht, ob Bone Meal eventuell auch funktioniert bei denen. Ich habe jetzt keins hier. Das können wir vielleicht nochmal probieren. Aber auf jeden Fall funktioniert die Watering Can. Also die Gießkanne. Und jetzt machen wir hier einmal eine Behelfsschicht drunter. So. Dann könnt ihr... Ich meine, sieht witzig aus, aber es ist wahrscheinlich nicht so clever, das immer wieder so zu machen. Ich mache mir hier mal eine Treppenstufe dran. So, jetzt kommen hier drunter, die brauchen Stein als Boden. Die kann man sonst nicht setzen. Und ich glaube, die gehen auch nicht auf Kobbel, den ich natürlich nicht dabei habe, um es auszuprobieren. Sie gehen auf jeden Fall auf diesem Stein. Ganz hervorragend. Jetzt habe ich Kobbel dabei, um es auszuprobieren. Und jetzt kriege ich auch gleich Platz für den Kobbel, weil jetzt kann ich hier diese Dinger drunter setzen. Die sollen nämlich nach oben gucken. Der Autonomous Activator ist so ein Maschinchen, das braucht ein bisschen Energie, ist von Thermal Expansion. Das braucht seit neuestem Energie. Früher gingen die ganz ohne, war viel praktischer. Und der ist im Prinzip ein Klicker. Den kann man hier einstellen, auf Linksklick und auf Rechtsklick. Und ob er Shift drücken soll, also Sneaking oder nicht. Und das hier, ob er hoch, niedrig oder mittig zielen soll, der klickt jetzt hier direkt nach oben, da ist das egal. Und dieses Ding hier kann man Sachen reinlegen, die der benutzen soll. Wenn zum Beispiel Vines davor wären, also Ranken, dann könnte man hier eine Schere reinlegen und sagen, benutze immer nur den ersten Slot. Und dann würde er mit dem ersten Slot ständig rechtsklicken. Sprich, wenn eine Ranke davor wächst, würde er die ernten. Und sowas ähnliches, das ist jetzt relativ egal, was wir hier einstellen, weil ich hier nichts reintue, sowas ähnliches benutzen wir jetzt mit den Büschen hier. Der ist, sobald die Energie kriegen, sind die ganze Zeit am rechtsklicken, vorausgesetzt, ich schalte hier so die ab. Die haben auch noch Energie gespeichert, deswegen haben die nicht gesteckt.
Da sieht man, wie sie arbeiten. Die sind jetzt die ganze Zeit am Rechtsklickern und Klicker und Klicker und Klicker und Klicker. Und irgendwann wächst hier eine Beere drin. Irgendwann wächst hier das Metall drin und dann ernten die das ab damit. Die haben früher mal in ihrem Inventar das dann eingesammelt, was die da rausgeschmissen haben. Das machen sie jetzt leider nicht mehr, auch wenn hier eigentlich so Blöcke definiert sind, Ausgänge definiert sind, aus irgendeinem Grund, der mir nicht ganz klar ist, machen die das nicht mehr. So, hier habe ich disabled, da habe ich disabled, okay. Dann bauen wir mal eben hier die Reihe zu Ende. So und so und so. Und dann hatte ich, na nehmen wir erst die hier. Da einen hin. Au, 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 au. Die sind auch stachelig. Ich glaube, ich muss hier vorsichtshalber bei allen gucken. Okay, Redstone ist disabled. Configuration, okay. Wenn die alle so sind, dann sollte das hier ja alles wunderbar funktionieren. Habe ich den Satz eben zu Ende gebracht? Diese Büsche sind auch ziemlich stachelig. Das tut also weh, wenn man da drüber läuft. Und hier. Und noch einen. Und noch einen. So. Jetzt haben wir die ganze Reihe fertig. Und dann brauchen die natürlich, womit baut man Wolle am schnellsten ab? Ich glaube mit der Schere, oder? Ah nee, ein Schwert geht auch gut. Dann brauchen die hier alle Energie. Und die Energie kommt... Ich habe wirklich ein zu kleines Inventar. Die kommt über Energy Conduits. Die wollte ich dafür nehmen. Dann packe ich jetzt, was kann ich jetzt noch mal eben? Ich packe mal die Photovoltaikzellen mal kurz weg. Die brauchen wir dann gleich erst. So. Einmal die Energy Conduits da drauf. Dann sind die alle versorgt. Und hier kommt jetzt noch eine zweite Reihe davor. So komme ich da nicht drauf. Gut, dann Cobblestone. Bei der Gelegenheit können wir hier auch noch mal einmal Cobblestone hinsetzen und gucken, ob die da drauf wachsen. So, jetzt kommen wir hier auch, kommen wir hier auch hoch. Dann setzen wir, was hatten wir hier? Kupfer. Dann setzen wir hier nochmal eine Reihe Kupfer. Autsch. Das wird jetzt wohl noch einige Male so gehen. Die sind nämlich, sage ich ja, hervorragend. Runterfallen ist auch in Ordnung. So, nochmal eine Reihe Kupfer davor. Dann haben wir hier ein bisschen, ich wollte da hinten gucken, ob der auf dem, dann machen wir hier nochmal eine Treppe, ob der auf dem Cobblestone wächst. Ja, wächst er auch. Na gut, dann hätte ich mir da einiges an, komm mal nochmal her, dann hätte ich mir da einiges an Stone sparen können. Aber egal, den kann ich ja auch nochmal später neu schmelzen. Und dann machen wir hier gleich mal die Conduits drunter für die Energie. Dann brauchen wir hier nicht eine temporäre Schicht Wolle, um die Activators da drauf zu setzen. Einmal so. Und dann kann ich hier jetzt gar nicht dran langlaufen, weil ich mir hier keine Blöcke gemacht habe. Es ist alles nicht so einfach, wenn man da... Autsch. Und da sind die Activator. Autsch, 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 Autsch. So. Der ist richtig eingestellt. Das machen wir jetzt nochmal hier so die Reihe lang. Und da wachsen die ersten auch schon. Wenn die dann ausgewachsen sind, dann kann man an denen nicht mehr so vorbeizielen, wie ich das jetzt mache, um den Stein darunter wegzunehmen. Deswegen muss ich mich ein klein wenig beeilen.
Denn ich wollte, ich habe doch jetzt hier bestimmt Cobblestone, ja, habe ich. Denn ich wollte hier noch ein paar Kleinigkeiten erklären, was ich mit meiner Basis noch so weitermachen wollte. Was mein Plan ist dafür. Ich habe tatsächlich einen Plan. So ein bisschen. So was Ähnliches wie einen Plan habe ich. Ich habe ein paar Ideen, die ich... Ups, der war ein bisschen sehr tief. Ich habe ein paar Ideen, die ich gerne hier umsetzen möchte. Und das hier ist eine davon. Dann habe ich nämlich keinen Bedarf, um... da keine Notwendigkeit, um in die Minen zu gehen, um Kupfer zu holen. Das ist, da ist es schon wieder Nacht geworden. Dann machen wir doch noch mal schnell ein Nickerchen. Und wenn ich aufwache, lande ich garantiert in einem Dornbusch. Dann ist zumindest das Thema Kupfer ein für alle Mal erledigt. Aber das birgt ja ein weiteres Problem. So, wollen wir die mal ein bisschen gießen, damit die vielleicht schon mal aufwachsen hier. Ja. So, wunderbar. Das mache ich dann später nochmal, um die ganze Reihe groß zu ziehen. Das hier jetzt vollzusetzen mit Kupfer birgt ja dann das Problem, dass ich irgendwann so viel Kupfer, hier, du bist ja völlig über da, du kommst mal her, dass ich irgendwann so viel Kupfer habe, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit und dass ich dann, dass mir meine Speichersysteme überlaufen. Deswegen kommt hier... wie viel Kupferbeeren habe ich noch? 7. Okay, das reicht nicht für eine ganze Reihe, aber das macht nichts. Dann sagen wir einfach mal, diese 3 Reihen sind jetzt Kupfer. Dann kommt an dieser Stelle statt einem Conduit, hier kommt ein Conduit hin, aber hier an der äußeren Ecke nicht. Ich setze die einfach mal, ups, alle schon mal hier hin. Da setze ich eine Speicherzelle hin. Und da muss ich jetzt mal gucken, wo ich die hingepackt habe. Wieso stackst du schon wieder nicht mit dem? Das ist doch ein Ärger. Ich habe mir ein paar Letstone-Zellen gemacht. Die sind aber auch nicht da drin. Sind die vielleicht hier drin? Da sind die auch nicht drin. Aber da kann ich die schon mal reintun. Dann kann ich den einsammeln und dann ist das Thema auch erledigt. Wo habe ich die hingepackt? Dann müssten die in einem von denen hier sein. Da sind sie. Denn die Leadstone-Energiezellen, packen wir die hier auch nochmal weg. Die Leadstone-Energiezellen, die kann ich mit einem Redstone-Signal ein- und ausschalten. Und hier an der Rückwand, wenn ich hier mal da nach oben gehe, ein paar Etagen, ups, jetzt sind wir ganz oben. Hier so, wo der Teleporter steht, auf dieser Seite, das wird, denke ich mal, mein Eingang. So hier neben dem See, da geht's dann rein. Auf dieser Etage, das ist quasi so die Empfangsetage. Ich glaube, hier werde ich gar keine Maschinen drauf ausbauen. Und dann hat man hier so ein bisschen so die Wohnetage sozusagen oder den Haupteingang. Naja, mal schauen, was mir da so an Gestaltung dazu einfällt. Aber so, das war die Idee. Und hier hinten ist im Prinzip nichts weiter. Da ist eine kleine, naja, nicht mal wirklich eine Cave, die ist nämlich hier hinten schon zu Ende. Eigentlich nur ein kleines Loch. Und da ein bisschen Berg, den ich vielleicht dann direkt übergehen lasse hier in meine neue Basis. Das heißt, hier ist eigentlich vom Außen gesehen eine unattraktive Seite. Und das heißt, ich kann die hier eigentlich nutzen, um hier meine ganzen Leitungen, die ich brauche, durchlaufen zu lassen. Und eine Leitung, die ich da jetzt dran legen werde, dazu gehen wir hier mal wieder runter, ist eine Redstone-Leitung. Und zwar eine ganz besondere. Da gibt es nämlich, jetzt habe ich wieder ganz clever mir nochmal einen Block ins Inventar geholt, um noch mehr zu blockieren. Machen wir doch mal so. Eine ganz besondere Redstone-Leitung und das ist von Project Red, das Bundled Cable. Und die sehen so wunderbar bunt aus, weil die mehrere verschiedene Signale, und zwar 16, um genau zu sein, in einem Kabel führen. Und die kann man sich rausholen, wenn man dieselben Kabel mit den Farben, ich nehme hier mehr mal Orange und nehme hier mal Lime, die sind schön unterschiedlich in der Färbung. Und dann kann ich mir hier das orangene Signal rausziehen und auf der anderen Seite das Lime-Signal. So. Naja, und man kann sie senkrecht an der Wand hochbauen, was auch sehr fein ist. Und die verbinden
nicht zueinander. So. Das heißt, ich kann hier in einem Block, in einem Kabel, muss vorsichtig sein, keine Lust, hier Löcher in die Wand zu schlagen, in einem Block kann ich 16 verschiedene Redstone-Signale hier rauf und runter führen. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich irgendwo da, wo meine Speicher sind, meine Item-Ablage und so, dieser grüne Punkt, der hier übrigens die ganze Zeit so ein bisschen rumnervt, das ist ein Aura-Node. Irgendwo da in die Richtung ist ein Thorncraft-Aura-Node. Dann kann ich nämlich da oben, wenn ich das Kabel hier ein Stück hochziehe, irgendwo eine Schalttafel machen und kann dann einen Redstone-Hebel haben für mach mal Kupfer oder mach mal kein Kupfer. Und damit schalte ich dann diese letzte Unenergiezelle ein und aus und sorge dann damit dafür, dass entweder diese Dinger hier Energie kriegen oder eben keine Energie kriegen und dann arbeiten oder nicht arbeiten. Das hat natürlich ein bisschen eine Verzögerung. Die haben alle ihren eigenen Energiespeicher. Die müssten mittlerweile leer gelaufen. Nee, sind sie immer noch nicht. Das dauert also ein paar Minuten, 10, 15 Minuten, bis die dann komplett leer gelaufen sind und nicht mehr weiterarbeiten. Aber dann kann man zumindest so ansatzweise die Produktion hier kontrollieren und einstellen und ausstellen und so weiter. Und dazu muss ich jetzt aber nochmal eben hier die konfigurieren. Nach unten ist eigentlich egal. Nach hinten sollst du mal Energie rausgeben. Nach links sollst du Energie rausgeben. Und ja, ich glaube, das war's. Das, was ich nämlich auch noch hier von unten nach oben ziehen will, ich kann mal die farbigen hier wegpacken, die brauche ich jetzt gerade nicht. Was ich auch noch von unten nach oben ziehen wollte, ist, wo ist er? Da ist er. Der größte Energy Conduit, der größte Energie, die größte Energieleitung, die es gibt, der macht 20.000 EF pro Tick maximal. Und da wollte ich, ich weiß noch nicht genau an welcher Stelle, aber ich vermute mal irgendwo so, hier so, im Prinzip einen Conduit von unten nach oben ziehen. Das ist so quasi die Steigleitung. Von der wird alles abgehen und da werden alle Energieerzeuger auch reingehen. Und von der gehen wir dann, mache ich das so rum, aber dann kriege ich das Redstone-Signal da nicht rein. Dann machen wir das hier unten. So. Ich werde mir wahrscheinlich mit meinen ganzen Signalen und so weiter fürchterlich ins Gehege kommen. Na, das werde ich sehen, wenn ich dann anfange, das zu bauen. Jetzt muss ich natürlich hier unten das auf Eingang umschalten. Und damit wäre die eigentlich schon mal erledigt. Und dann haben wir hier das Bundled Cable. Das mache ich mal. Die kann man nicht dahinter legen, oder? Nein, die kann man natürlich nicht dahinter legen. Aha, aber was ich machen kann, ist, wenn ich das hier hochziehe. Und dann sagen wir mal, ich möchte für den daneben an. Kupfer ist so orange. Da nehmen wir also das Orangene. Da möchte ich das orangene Signal rausziehen, was dann hier in die letzte Unenergiezelle geht. Dann könnte ich eventuell das dazwischen überbrücken. Da sind die ganzen Conduits drin. Ich habe hier irgendwo da Redstone-Conduits. Der große Vorteil bei den Ender-IO-Conduits ist nämlich, die kann man zu mehreren in... Das war jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Die kann man zu mehreren in einen Block legen. Vielleicht funktioniert es, wenn ich... Ja, so müsste das funktionieren. Und dann setzen wir den nochmal einen Block rüber. Da kann ich also hier einen Energiekonduit und das ist ein Redstone-Konduit. Der macht eigentlich nichts anderes, als wirklich nur ein Redstone-Signal weiterschicken. Die können zu mehreren in einem Block. Ich könnte hier jetzt auch noch ein Fluid-Conduit und ein Item-Conduit reinsetzen und das würde alles im selben Block transportiert werden, was ziemlich praktisch ist. Gut, den Teil haben wir. Dann setzen wir hier nochmal das orangene Signal dran. Einmal so. Und da setzen wir jetzt mal eben einen Hebel, um das auszuprobieren, ob das auch alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Das ist Inventarplatz ist wirklich ein ernsthaftes Problem. Gut, den machen wir mal an. Der Conduit hier geht an. Ja, ist schwer zu sehen. Aber da ist er dunkel und wenn ich den hier anschalte, dann ist er hier hell.
Und der ist auch an. Und an dir kann ich jetzt so, enabled high, so wollen wir das haben. Du funktionierst, wenn du ein Redstone-Signal hast. Und da gehe ich einfach mal, hier kann man sehen, die Spitze da ist rot, die Mitte von dem. Also gehe ich mal davon aus, dass das funktioniert. Sehr gut. Und dann, dann muss ich mir, glaube ich, mal mein Buch nehmen, mein großes, und mir das aufschreiben, was ich hier gerade gemacht habe. Da habe ich schon mal drin aufgeschrieben, welche Erze in welcher Mühle am meisten Ergebnisse bringen. Und dann schreiben wir auf dieser Seite mal auf, na, wo ist mein Cursor? So, Redstone, Bundled Cables. Und das nennen wir dann mal Kabel Nummer 1. Kann man nicht sehen, wenn ich den Mauszeiger davor habe. Orange ist Kupferbeerenproduktion. Und dann weiß ich, dass ich, wenn ich da oben das orangene Signal rausziehe, damit dann die Kupferbeerenproduktion steuere, ein- und ausschalte und so weiter und so fort. Und dann brauchen wir was? Das habe ich jetzt, irgendwas blinkt hier. Hier ist irgendein Item, was ich nicht aufgesammelt habe. Dann werden wir da was brauchen, um die Kupferbeeren, die da abgeerntet werden. Ich muss hier mal ein bisschen da, ein orangenes Kabel. Warum habe ich denn hier ein orangenes, die anderen habe ich hier hingetan? Nein, habe ich nicht. Wo habe ich die anderen hingetan? Da habe ich sie hingetan. Gut, zumindest halbwegs sortiert sollte ich bleiben hier mit den Dingern. Jetzt bin ich vom Faden abgekommen. Doch, ja, klar. Was ich erzählen wollte ist, ich brauche ja jetzt was. Wenn diese Beeren jetzt reif sind hier und, ouch, rechts geklickt werden von diesem Autonomous Activator, dann werden die geerntet und dann floppen die hier so nach oben und hängen da so in der Gegend rum. Und dafür gibt es einen speziellen Hopper, da ist es schon wieder Nacht geworden. Dann werde ich mal eben schnell ein Nickerchen machen, bevor es jetzt wieder nach Hause geht. Denn diesen Hopper habe ich nicht, ich habe hier auch keinen dabei, nein, habe ich nicht. Da gibt es einen speziellen Hopper dafür, das ist der Vakuumhopper. Und der saugt im Umkreis von 3 bis 5 Blocks, das können wir gleich nochmal eben schnell ausprobieren. Alles an Items auf, was da so rumfliegt. Einmal nach Hause bitte. Dauert einen kleinen Moment, bis es geladen wird, geht aber jede Menge schneller als zu Fuß gehen. Also das mit den Teleportern gefällt mir schon mal wirklich sehr gut. Dann haben wir hier Vakuumhopper. Einen habe ich hier schon mal und einer reicht mir auch, um zu zeigen, was ich mit denen vorhabe. Die sind nicht so schwierig zu bauen. Das ist einmal Obsidian, einmal ein Hopper und einmal ein Eye of Ender. Naja, nehmen wir 2 mit. Dann haben wir schon mal 2. Den Rest muss ich dann nochmal in Ruhe bauen und dann darüber transportieren. Einmal schwupp. Ja, muss Minecraft immer einen kleinen Moment überlegen, bevor es mir zeigt, wo ich jetzt gelandet bin. So, dann können wir mal eben schnell ausprobieren, wenn ich den da hinsetze. Einmal so. Wie weit krapscht er sich die Sachen? Dann muss ich vielleicht vorsichtshalber meinen Magnetring mal wegnehmen, sonst sammle ich das wieder selber auf. Ups, den hat er sich geschnappt. Den hat er sich geschnappt. Ja, da wird es schon langsamer. Den schnappt er sich nicht mehr. 1, 2, 3, 4 Blöcke entfernt. Das macht er. Das macht er dann sicherlich auch in die Richtung. Den schnappt er sich. Und der bleibt liegen. 1, 2, 3. 3 Entfernung. 1, 2, 3 Entfernung. Ja. Also 3 Blöcke von diesem Hopper sammelt er alles auf, was er so an
Items kriegen kann. Und das nutzen wir jetzt hier auch aus. Ups, wenn ich denn hier hochkommen würde. Autsch. So, die setzen wir nämlich direkt hier drüber und zwar in dieser Reihe, weil dann nimmt er die und die daneben, die beiden Reihen auch gleich direkt mit. 1, 2, 3 und dann einen Vakuumhopper. Einmal schwupp. Und dann nochmal 1, 2, 3 und einen Vakuumhopper. Und dann nochmal. Au. Das ist Unsinn. Den kann ich von hier aus, wird der das ja mitnehmen. Den kann ich ja tatsächlich. Wo bist du gelandet? Bist du in dem anderen Hopper gelandet? Ja, du bist in dem anderen Hopper gelandet. So geht's auch. Der, bis hierhin nimmt der das ja mit. Das heißt, ich kann von hier dann nochmal 1, 2, 3 weitergehen und setze meinen Vakuumhopper hier drauf. Autsch. Und 1, 2, 3. Na, das ist ja perfekt. Das ist ja wie gedacht dafür, wie geplant. Da ist mein Steak. Nochmal einen kleinen Snack zwischendurch. Das gestochen werden ermüdet dann doch. Aber das heißt, ich kann hier mit 2 Hoppern tatsächlich die ganze Breite komplett abdecken. Das ist doch eine Ecke einfacher, als ich gedacht habe. Wunderbar, dann sind wir mit den Hoppern auch schon fertig. Die haben hier intern ein Inventar. Die können auch Flüssigkeiten, die können XP aufsammeln. Das ist was Besonderes, was die können. Ansonsten haben die hier ein kleines Inventar und über dieses Dingens kann man einstellen, wo die ihre Sachen ausgeben sollen. Das ist so eine 3D-Darstellung, auf der man dann klicken kann, um da einen, ich möchte den aber oben, so, da möchte ich, das müsste jetzt oben sein, ja genau, dann habe ich nach oben den Ausgang, den Anschluss für meine, gib mal das her, für meine Items, die ich hier einmal so rausziehen will. Und dann machen wir hier oben wieder einen, habe ich davon nur noch 11 Stück? Ob der die, das werden wir jetzt ausprobieren, ob der die automatisch pusht. Einmal, das war Unfug. Wo ist mein Christian Hammer? Die Item Ducks brauchen, wenn sie etwas irgendwo, etwas irgendwo rausziehen sollen, immer ein Servo. Das geht bei den Ender-IO-Conduits ohne, denn die haben in ihrem Connector schon die Einstellungen dafür. So, zieh mal hier rüber und hier kommt dann eine Sammeltruhe. Ich habe aber gerade keine Truhe dabei. Ich habe meinen Magnetring abgenommen, deswegen habe ich den Item Duck, der hier runtergefallen ist, nicht mehr. Ich brauche aber eine Truhe, um das jetzt auszuprobieren. Habe ich irgendwas wie eine Truhe dabei jetzt gerade? Irgendwie ein Chest? Ich habe ein Barrel geht auch. Dann setzen wir das hier einfach mal drunter. Und dann gucken wir mal, wenn hier im Vakuumhopper was drin ist. Nein, das spuckt er nicht von alleine aus. Gut, dann setzen wir da mal eben Servos drauf. Ich müsste hier welche haben. Ich habe mir von diesem ganzen Zeugs eigentlich einen Schwung gemacht. Den stellen wir Blacklist, Whitelist ist egal. Das brauchen wir nicht. Wir wollen alles einsammeln. Wir machen Redstone aus. Und dann müsste der jetzt hier, ich habe das wieder rausgenommen, so. Dann müsste der das jetzt da rausziehen. Schwupps, da kommt es da raus. Genau so wollen wir das haben. Und der zieht das dann hier raus. Auch wieder Redstone ausschalten. Und die sammeln dann automatisch die abgeernteten Beeren auf. Und weil ich im Moment gerade keine bessere Verwendungsmöglichkeit dafür habe, können die auch erstmal in dieses Barrel gehen. Wobei die nicht so viel rausrücken werden, denn hier ist noch gar keine Energie drauf. Die kommt jetzt im nächsten Schritt. Aber das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir
nächstes Mal. Das heißt, ich werde das vorbereiten jetzt, ohne das aufzunehmen. Da ist mein Kondui gelandet. Wunderbar. Ich werde das jetzt vorbereiten, ohne das aufzunehmen. Ich werde hier wahrscheinlich noch die anderen Bärenbüsche reinziehen, sowie Tin und Eisen habe ich auf jeden Fall noch. Vielleicht finde ich auch noch einen Dorfbewohner, der mir ein paar Goldbüsche verkauft. Dann werde ich das hier schon mal so weit vergrößern, dass das dann vernünftig benutzbar ist. Und das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, dann kümmern wir uns um die Energieversorgung für das Ganze. In diesem Sinne sage ich Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.